Ein gigantisches Loch ist im Wirtschaftskreislauf. Norbert Nelze für eine basisdemokratische Räterepublik. In allen Wirtschaftsministerien, in allen Wirtschaftsressorts, alle Wirtschaftsfachleute und Professoren denken seit Jahren vergeblich über die Gründe der weltweiten Rezession nach. Dabei liegen sie auf der Hand. Ein Loch ist im Wirtschaftskreislauf und niemand will und kann es im Kapitalismus stopfen. Keiner. Da sind zuerst die Derivatewetten zu nennen. Ab den 1990er Jahren fiel die durchschnittliche Profitrate in der Produktion schon unter den Finanzmarktzinssatz. Das bedeutet, dass für die Konzerne keine Gewinne mehr übrig bleiben. 90% ihrer Gewinne kompensierten die Konzerne dort mit ihren Aktienpaketen von Rohstoffen, Billiglohnländern, Dienstleistungen, T-Calls, Hedgefonds und so weiter. Nachdem diese nach der Krise von 2008 auch ausgefallen sind, setzen die Konzerne über ihre stillen Fonds bei den Banken bei den Derivatenwetten ein. Damit sind diese dem Wirtschaftskreislauf entzogen, denn sie tauchen in keiner Vermögensstatistik mehr auf. Dafür zählt man jetzt die Militärtechnik, Kriegsschiffe, Bomber, Kampfjets, Kanonen, alle Zerstörungsgeräte als Investition und zählt sie dann der Vermögensstatistik hinzu. Wenn man so will, dienen die Zerstörungsgeräte dem Weltbruttosozialprodukt. Nachdem viele Fabrikanlagen zerstört sind, entstand bisher immer eine neue Nachfrage nach Produkten des Maschinenbaus. Die Industrie wird nach einer Zerstörung moderner wieder aufgebaut. So zynisch ist die Denkungsweise des Geldadels. Bloß auch das wird nicht mehr klappen. Es gibt ja keine Aussicht mehr auf einen lukrativen Absatz. Hinzu kommt noch, dass sich die Märkte nach China verengt haben. Verstopfen. Da der Absatz zurückgegangen ist, gehen auch die Investitionen zurück. Deutschland ist noch dazu bei der Wettbewerbsfähigkeit von Platz 6 auf den 13. Platz zurückgefallen. Link 1. Ein Zeichen von weniger Investitionen. Mehr Wetten. Es wird also noch mehr Geld aus dem Wirtschaftskreislauf entfernt. Deutschland ist nach dem Statistischen Bundesamt mit dem Bruttosozialprodukt 1916 um 1,9% gestiegen. Also wer das glaubt, der wird wirklich selig. So wie die bis jetzt die Statistik gefälscht haben. Link 2 und 3. Da die Inflation höher liegt als angegeben, wird sich das Wachstum eher im Minusbereich bewegen. Und dann muss man noch die Drogen, die Schmuggelzigaretten, Schwarzarbeit und die Prostitution davon abziehen. Ergo wären wir schon weit im Minus. Also ein statistisches Bundeslügenamt oder Bundesratsamt. Die letzte wirklichkeitsnahe Statistik vom Statistischen Bundesamt ist diese des Bruttosozialproduktwachstums von 2009. Wenn man diese Zahlen hochrechnet, müssten im Durchschnitt sie heute liegen bei minus 4,5%.
Dies kommt her. Wenn wir also die 3,3% Zollwachstum vom IWF und die entsprechende Annahme der Entwendung der Geldelite von 3,3% nehmen und die 4,5% dazu addieren, dann hat der Geldadel also 7,8% vom Bruttoinlandsprodukt 2016 aus dem Wirtschaftskreislauf entfernt. Beim nächsten Crash wird es mindestens eine zweistellige Minuszahl geben. Bei uns. Anderswo noch mehr. Es kommt spätestens dann, wenn die ersten die wirklichen Minuszahlen entdeckt haben. Alle Prognosen von den autonomen Marktkennern wetteifern um das Katastrophenbild. Interview mit Marc Friedrich und Matthias Weig. Zitat: Die nächste Krise wird 2008 wie ein Kindergeburtstag aussehen lassen. 17.05.17. Link 4. 15.05.17. Zitat: Finanzielle Massenvernichtungswaffen und die Zerstörung des weltweiten Finanzsystems. Link 5. Don Gray on the end of the Western Civilization. 5.05.17. Link 6. Egon von Greyers. Illusionen und Lügen. Die Supernova-Schuldenblase und die Totenglocke für das globale Finanzsystem. 15.04.17. Link 7. Zitat: Der vierte apokalyptische Reiter hat in 2016 bereits ein Pferd bestiegen. 4.04.17. Link 8. Egon von Greyerz. Die Welt ist am Ende. 3.04.2017. Link 9. Also sie packen vor jeder Blase noch eine Blase. Niemand kann deshalb den Zeitpunkt des Untergangs einschätzen. Aber eins können wir alle genau sagen. Je später er kommen wird, umso katastrophaler wird er sein. Und er wird grausam sein. Aber irgendwo auf der Welt, da gibt es schon die revolutionäre Arbeitermassenpartei und viele, viele besetzte Betriebe in Selbstverwaltung. Ich rechne schon mit der Doppelherrschaft von bürgerlicher Regierung und Arbeiterrat, der aus der jetzigen Koordination hervorgehen wird. In Argentinien um 2020. Und der Übernahme der politischen Verantwortung in 2021. Das Übergreifen dann nach ganz Südamerika und die Gründung des gemeinsamen Arbeiterstaates rechne ich bis 2025 damit. Auch die internationale Solidarität. Norbert Nelson für eine basisdemokratische Räterepublik.